Bigge See, vier Jahreszeiten Camping. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von uns. Heute fahren wir zum Bigge See, da haben wir nämlich unseren Urlaub gemacht. Und erstmal sind wir natürlich zum Bigge See gefahren, das hat dann ungefähr erstmal 2 Stunden gedauert. Jetzt sind wir endlich da. Also am Eingangsbereich seht ihr erstmal die Länderflaggen, die hier als Stammgast gelten. Deutschland ist natürlich auch mit dabei und natürlich die Europäische Union. Dann danach muss man sich erst hier aussteigen und dann direkt zur Rezeption gehen, denn die müssen natürlich wissen, ob du da bist oder nicht, weil du musst ja vorher dann dich anmelden. Und dann geht's hier zu der Küche, den Duschräumen, Pflegeräumen und Toiletten. Das war hier alles sehr sauber. Und mir hat es sehr gefallen. Und die verschiedenen Abteilungen sind dann auch mit Tiernamen versehen. Da kann man sich dann halt richtig gut merken. Beim Plan sieht man dann auch zum Beispiel, man ist beim Luchsweg oder beim Fuchsweg. Hier beim Fuchsweg sind meistens nur Dauercamper. Dauercamper sind halt Leute, die sozusagen für das ganze Jahr buchen. Und dann kommen, wann sie wollen oder halt wann sie Zeit haben. Und ja, die bleiben halt hier dann das ganze Jahr lang. Hier kann man nicht nur campen, sondern es gibt noch viele weitere Attraktionen. Einige werdet ihr auch hier im Video sehen, also guckt auch bis zum Ende. So damn alive. I don't know if I believe the information given. Also ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich würde gerne so eine Gartenschaukel bei mir beim Campen haben. Und guck mal, der hier hat sogar so ein Boot mitgenommen. Richtig cool. Where you at, where you been, tell me everything about you. Go slow, so I can write it down and become the perfect man for you. What you like, what you don't, you should never be flying so low. Hop into the cockpit, I can be your rocket. Hey, fly. So what if you, what if you, what if you been sitting there and thinking all this time? Oh, 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 oh. Leute, schaut euch mal diesen wunderschönen Retro-Wagen an. Ich weiß nicht, ob ihr Retro-Sachen mögt, aber ich mag die auf jeden Fall und darum hat er auch mir gefallen. Hier ging es dann erstmal ab zur Taverne. Eine Taverne ist ein griechisches Restaurant. Und hier gab es einen Fußballsitz, wo man schöne Fotos machen konnte. Und ja, dann ging es weiter zur Kinderecke, da können sich die Kinder hinsetzen. Und dann sieht man hier erstmal die Taverne. Ja, da gab es Gyros und Pommes. Und dann beim Campingplatz gab es dann auch so einen kleinen Minimarkt, damit man auch dann, wenn man dringend etwas braucht, ganz einen kleinen Markt halt bei denen am Campingplatz hat, wenn man halt etwas im Notfall braucht. Aber man könnte natürlich auch einfach so hingehen, das ist ja keine Sache. Und ja. Dann ging es endlich an den Strand. An dem Tag, als wir da waren, waren es mindestens 38 Grad. Und auf jeden Fall, da sind wir erstmal hingegangen. Das ist so eine Ecke, da war halt erstmal keiner. Aber dann, als wir näher gegangen sind, waren da richtig viele Leute. Da mussten wir uns natürlich erstmal abkühlen.
Außerdem gab es da auch noch Enten, die waren gar nicht scheu, also man konnte auch ein bisschen nah rangehen. Aber man durfte nicht zu nah, weil sonst kriegen die halt Angst und laufen halt weg ins Wasser. Und wir wollen die ja auch nicht stören. Es gab aber nicht nur Enten, sondern auch Gänse. Außerdem gab es da auch noch Stand-Up-Paddler auf Stand-Up-Paddleboards. Die hatte man wirklich überall gesehen, auch wenn man über Brücken gegangen ist. Entweder konnte man die Boards ausleihen oder manche hatten die halt auch schon selber halt gekauft. Und man konnte auch noch Boote ausleihen. Das fand ich schon mal richtig cool. Wir wollen bald auch noch ein Stand-Up-Paddle kaufen, weil uns das super gut gefallen hat. Wir waren dann auch richtig viel wandern, nicht nur zu Fuß, weil manchmal mussten wir auch mit dem Auto fahren. Ich glaube, das ist nicht so schlimm. Auf jeden Fall gab es richtig schöne Orte, zum Beispiel diese Brücke hier. Außerdem waren wir dann auch noch in Attendorn auf so einer Aussichtsplattform, die heißt Megablick. Und dort war es richtig schön, man hatte einen richtig schönen Ausblick. Und so sieht das halt in der Nacht aus. Also auf jeden Fall mega schön. In Oelpe fährt nur so eine kleine Minibahn und dann haben wir es nochmal beobachtet, weil es gibt dann auch so eine Stelle, wo die halt über so eine Brücke fährt und dann haben wir uns da erstmal so hingesetzt, damit wir abwarten konnten, wann die kommt. Und dann haben wir uns abends noch den Sonnenuntergang angeschaut, der war übrigens so richtig mega schön, weil der Sonnenuntergang war dann auch noch in verschiedenen Farben, was ich richtig gut fand. Damit ihr auch eine Vorstellung habt, wie unser Campingplatz abends aussieht, haben wir das nochmal für euch gefilmt und hier könnt ihr euch das jetzt angucken.